Archäologie ist Drecksarbeit. Einleitung. Das Folgende ist aus dem Englischen übersetzt und nur an wenigen Stellen sinnwahrend in Respekt dem Regionalbezug Großbritannien-Deutschland abgeändert. Das Original stammt von Tony Robinson und Professor Mick Aston. Ich übersetze dies, um das Werk der beiden vorgenannten Autoren zu würdigen und es einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Die hier gemachten Beobachtungen und Beschreibungen lassen sich im Grundsatz auch auf den deutschen Kulturraum anwenden, allerdings nicht zu 100%. Um aber möglichst nahe am Originaltext zu bleiben, habe ich es unterlassen, Beispiele aus der britischen Geschichte durch solche aus der deutschen Geschichte zu ersetzen. Die Grundzüge der geschichtlichen Abläufe, der Behördlichkeiten sowie der praktischen archäologischen Grabungsarbeit sind in beiden Ländern vergleichbar. Danksagungen. Dieses Buch ist an erster Stelle Phil Harding gewidmet, einem großen Mann, guten Freund und einem hervorragenden Archäologen. Es ist aber auch gewidmet den Heerscharen an hochqualifizierten, unterbezahlten Grabungshelfern, die sich zu hohen Standards verpflichten und damit helfen, dass die britische Archäologie zu den Besten der Welt gehört. Vielen Dank für Ihre Hilfe an Professor Margaret Cox, Bob Croft, Carrie Eli, Dr. Helen Geek, Dr. Chris Gaffney, Phil Harding, Andrew Jackson und David Neal, besonders an Guy de la Bedoyère, der uns durch die Haring-Probleme in Kapitel 13 sicher geleitet hat. Jede aufschlussreiche Bemerkung ist Ihre. Jeder Fehler ist uns anzurechnen. Wie gewöhnlich schulden wir tiefen Dank Theresa Hall und Hallett Mathias für ihre Hilfe, Unterstützung und Ermutigung, natürlich auch für die Niederschrift und das Korrekturlesen. Schlussendlich ein großer Dank an Professor Philip Ratz, dessen Lehrmethoden und archäologische Kompetenz eine stetige Inspiration für uns war. Einführung. Lara Croft schlägt sich ihren Weg frei in das Innere einer antiken Pyramide, die gespickt ist mit Skeletten, glitzernden Schätzen und mechanischen Falltüren aller Art. Sie greift nach einer Liane und schwingt mühelos über ein von Kobras nur so wimmelndes unterirdisches Gewölbe, reißt einen goldenen Kelch von einem bröckelnden, steinernen Altar und dann, tellergroße Spinnen abwehrend, flüchtet sie zurück in die Tiefe des Urwaldes, während das gesamte Bauwerk um sie herum tosend zusammenbricht. Das ist Archäologie, wie sie auf der ganzen Welt durch Hollywood und die Computerspieleindustrie bekannt ist. Aber solch Hochglanzbilder von Diebstahl und Zerstörung haben nur wenig gemein mit den windigen Feldern voll von wertlosem Geröll, auf denen echte britische Archäologen ihren Lebensunterhalt verdienen. Für sie gibt es keine goldenen Kelche. Wenn sie Glück haben, finden sie ein paar zerstörte Keramikgefäße, eine zerbrochene Spange oder Fibel, einen verbogenen Dolchgriff oder ein Stück verbranntem Türrahmen. Ja, Archäologie ist nicht glamourös. Es ist Drecksarbeit. Irgendwann in der Vorzeit haben unsere Vorfahren diese kaputten und zerstörten Gegenstände weggeworfen. Die Grundsubstanz dessen, mit dem sich Archäologen auseinandersetzen, ist der Abfall in einer langen Reihe von steinzeitlichen Handwerkern, römischen Hausfrauen, normannischen Töpfern, Zimmerleuten aus der Tudor-Zeit, Pfeifenmachern aus der Stuart-Ära und viktorianischen Fabrikarbeitern. Britische Archäologie ist die Geschichte der Abfallentsorgung unseres Landes. Aber warum wurde dieser Abfall nie beseitigt? Warum ist so viel von Großbritannien meterdick bedeckt mit dem verrotteten Müll von Hunderten von Generationen an unbedarften Müllwegwerfern? Eines der größten Probleme im Leben unserer Vorfahren war die Frage, wie Dinge zu entsorgen waren, die sie nicht mehr benötigten. Vor 1900 gab es keine kommunale Abfallentsorgung. Müll loszuwerden war ihr eigenes Problem und nur ihres. Recycling war kein gutmenschlich motivierter Luxus der Mittelklasse. Jeder tat es. Wenn ihr Abfall essbar war, so gaben sie es ihren Schweinen. Wenn er aus Metall war, so haben sie es eingeschmolzen. Aber was tun mit der großen Masse an komplett nicht mehr zu gebrauchenden täglichen Abfall? Die Landbevölkerung warf den Müll auf den Misthaufen, von wo er aus später mit Pferdeäpfeln und Kuhmist als Dünger auf den Feldern landete. Der Stadtbewohner hingegen vergrub seinen Unrat in einem Loch im Garten. Und wenn dieses Loch voll war, so wurde ein neues gegraben.
Das ist der Grund, warum man heutzutage über nahezu jedes Feld in Großbritannien laufen kann und dabei Glasscherben, Keramikscherben und zerbrochene Tonpfeifen findet. Wenn Sie aber nun in einer alten Stadt graben, dann werden Sie Schicht über Schicht von dunkler Erde finden, voll von alten Bruchstücken und Teilen, der Beweis für Jahrhunderte an vergrabenem städtischen Abfall. Aber nicht nur der im Haushalt anfallende Müll war das Problem, auch der von menschlicher Natur. Die frühesten Abwasserkanäle sind erst 150 Jahre alt. Davor erledigten die meisten Menschen ihr Geschäft über ein Loch im Boden. Und wenn sie es gefüllt hatten, nahmen sie sich einen Spaten und sahen sich nach einer neuen passenden Stelle um. Diese alten Senkgruben liefern heute den Archäologen eine reiche Beute an verloren gegangenen Funden. Wenn Tantchen ihren Haferbreilöffel im Plumpsklo verloren hatte, so sah sie sich wohl nicht bemüßigt, sich die Ärmel hochzukrempeln, um das Ding wiederzufinden. Egal wie wertvoll er gewesen sein mochte, es gibt ein paar Sorten von Goldtöpfen, in die man dann doch lieber nicht greifen möchte. Menschliche Hinterlassenschaften wurden allerdings auch oft transportiert. Jeden Morgen erreichten Karrenfuhrwerke eine jede englische Stadt, beladen mit Obst und Gemüse, um sie ein paar Stunden später randvoll beladen mit sogenannter Erde der Nacht wieder zu verlassen. So mag auch Tantchens Haferbreilöffel auf einem 5 Meilen entfernten Feld gelandet sein, zusammen mit dem Rest des Düngers. Aber wenn nun Archäologie sich nur um Müll dreht, warum dann die Mühe, ihn auszugraben, Bücher darüber zu schreiben und ein Vermögen dafür auszugeben, ihn zu erhalten? Auf den ersten Blick ist es sicherlich ein recht bizarr anmutender Vorgang. Der zerbrochene Nachttopf, den ein Bauer aus der Tudorzeit sorglos auf seinen Misthaufen geschmissen hat, ist nun minutiös über mehrere Tage hinweg ausgegraben worden, die Teile wurden gewaschen, etikettiert, katalogisiert, fotografiert und für einen wissenschaftlichen Bericht gezeichnet, bevor sie in ein Labor für Konservierung und Restaurierung gebracht wurden, um endlich in einer Glasvitrine zu landen. Oder schlimmer noch, sie verschwinden für hunderte Jahre in einem Pappkarton, eingelagert in einer speziellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsumgebung im Archiv eines Museums. Einzig, um in dem unwahrscheinlichen Falle geöffnet zu werden, wenn ein trauriger Archäologiestudent seine Hausarbeit über ländliche Schlafzimmerkeramiken der Tudorzeit schreiben möchte. Es ist etwas schwer zu verstehen, warum jemand, der noch bei Verstand ist, durch diesen langen Prozess von Ausgrabung, Restaurierung und Lagerung gehen sollte, geschweige denn, das Ganze zu finanzieren. Aber es ist nun einmal so, dass dieses Füllhorn an Abfall uns weitaus mehr darüber erzählen kann, was in der Vergangenheit vor sich ging, als 1000 goldene Kelche, die man von mit 1000 Spinnen bevölkerten Tempelaltären genommen hätte. Natürlich ist es aufregend, ein juwelenbesetztes Teil eines Schatzes aus der Erde zu ziehen. Aber solche Funde sind nicht dazu geeignet, mehr über die Person zu erfahren, die es einst einmal getragen oder angefertigt hat. Und die endlosen Probleme, die ein wertvoller Fund aufwirft, sind eindeutig abschreckend. Wie finden Sie heraus, wem es rechtmäßig gehört? Möchten Sie wirklich in der Gerichtsmedizin landen oder in einen komplizierten Rechtsstreit verwickelt werden? Wer übernimmt die Versicherung? Wer wird sich um diesen Fund kümmern und wo kann er sicher gelagert werden? Die meisten echten Indiana Jones da draußen würden lieber eine antike kanaanitische Bauernhütte finden wollen, anstatt Noahs Arche. Es wäre genauso interessant und würde weitaus weniger Ärger machen. Also wenn Sie nur an Archäologie interessiert sind, weil Sie denken, es sei ein aufregender Weg, um unersetzliche und folglich wertvolle Artefakte in die Finger zu bekommen, so schließen Sie dieses Buch unverzüglich und schauen sich stattdessen lieber die Jäger des verlorenen Schatzes auf DVD an. Wenn Sie sich aber möglichst elegant durch einen Morast von altem Müll und Abfall schleppen möchten, um mehr über die Geschichte Ihrer Vorfahren zu erfahren, dann ziehen Sie sich Mantel, Filzhut und Gummistiefel an, gehen Sie raus in Ihren Garten und graben ein Loch.